Wenn Sie zu einem geschlossenen digitalen Angebotsverfahren eingeladen werden, erhalten Sie einen persönlichen Link für die verbindliche Kaufangebotsabgabe, sowohl per SMS, aber auch per E-Mail. Sollten Sie dieses E-Mail nicht erhalten, kontrollieren Sie bitte Ihren Spam-Ordner bzw. kontaktieren Sie Ihren Makler. Nach Klick auf Ihren persönlichen Link kommen Sie direkt zum digitalen Angebotsverfahren. Kontrollieren bzw. ergänzen Sie bitte alle Ihre persönlichen Daten wie Anrede, Name, Geburtsdatum oder Staatsbürgerschaft. Stellen Sie aber auch sicher, dass die E-Mail-Adresse und Mobilfunknummer korrekt eingetragen wurde. Alle wichtigen Informationen rund um das Angebotsverfahren erhalten Sie nämlich auf die angegebene E-Mail-Adresse und Mobilfunknummer. Zum Abschluss benötigen wir bitte noch Ihre Adressdaten, um mit dem Angebotsverfahren fortzufahren. Klicken Sie nun auf Weiter. Im nächsten Schritt können Sie alle von Ihrem Makler zur Verfügung gestellten Dokumente bzw. wichtigen Hinweise zur Immobilie noch einmal in Ruhe ansehen oder herunterladen. Im Anschluss bestätigen Sie bitte den Erhalt der Dokumente und klicken Sie auf Weiter. Nun können Sie den Kaufpreis eintragen, welchen Sie für die Immobilie anbieten möchten. Sie haben auch die Möglichkeit, zusätzliche Vertragsbedingungen an den Kauf der Immobilie zu knüpfen. Sie können dieses Feld aber auch freilassen. Der Vertragserrichter kann von Ihnen belassen oder auch abgeändert werden. Klicken Sie nun auf Weiter. Aufgrund Ihrer eingegebenen Daten und der vom Makler hinterlegten Informationen wird nun das Kaufangebotsformular generiert. Bitte lesen Sie dieses sorgfältig durch. Bei Bedarf können Sie dieses Dokument auch ausdrucken. Sollten Sie mit dem Inhalt einverstanden sein, klicken Sie bitte auf den Button TAN anfordern zur Angebotsabgabe. Bevor Sie nun endgültig Ihr Kaufangebot per TAN-Eingabe bestätigen, erhalten Sie noch eine Übersicht über die Kaufnebenkosten und wichtige Hinweise zum Kaufangebot. Bitte lesen Sie dieses sorgfältig durch. Geben Sie den soeben erhaltenen SMS-TAN im dafür vorgesehenen Feld ein und klicken Sie auf Kaufangebot abgeben. Ohne Eingabe des TAN kann Ihr Angebot nicht abgegeben werden. Ihr Angebot wurde nun abgegeben. Sie erhalten nun sowohl per SMS, aber auch per E-Mail Ihre Angebotsbestätigung. Durch einen Klick auf den Link zum Angebot können Sie jederzeit wieder zur Angebotsübersicht zurückkehren. Durch einen Klick auf den Button Kaufangebot drucken können Sie das abgegebene Kaufangebot auch jederzeit ausdrucken. Für weitere Fragen zum digitalen Angebotsverfahren wenden Sie sich bitte an Ihren RE/MAX-Makler.